Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier. In meinen Räumen begrüße ich Sie wieder. Ich spreche in diesen Videos über Themen, die immer wieder in der Sprechstunde vorkommen. Eines davon ist der Torticollis. Werden Sie denken, was ist denn das? Das ist der morgendliche steife Hals von Kindern. Ein Phänomen, was bei mir in der Sprechstunde etwa einmal im Monat vorkommt. Eine Mutter ruft an, ganz besorgt, ganz zu Beginn der Sprechstunde und sagt, mein Kind bewegt den Kopf nicht mehr. Ich weiß nicht, was das ist. Darf ich schnell kommen? Natürlich wird es mir schnell vorgestellt. Und in der Regel handelt es sich um ein Phänomen, was schlimm ausschaut, aber nicht wirklich schlimm ist. Tatsächlich sehe ich ein Kind, was seinen Kopf so hält. Und wenn es den Kopf bewegt, dann nur über die gesamte Körperbewegung. Und wenn ich versuche, den Kopf aufzurichten, schreit es au und lässt es gar nicht zu. Was ist das? Das ist eine Art Zerrung in der Halsmuskulatur. Sie ist entstanden durch unglückliches Liegen während der Nacht. Das heißt, meine erste Frage ist dann, wie viel Kissen oder wie viel Kuscheltiere hat dieses Kind im Bett? Wenn die Mama stutzt, dann weiß ich, tatsächlich, es sind mehrere und das ist in der Regel auch so. Es sind mehrere Dinge, die im Bett liegen, über die das Kind sich irgendwann mal drüber legt und in eine unglückliche Position kommt und dann morgens mit einem verzerrten Hals aufwacht. Es tut einfach weh, wie bei einer Zerrung. Und deshalb schonen die Kinder diese malträtierte Muskulatur, halten den Kopf entsprechend schief. Was kann man tun? Zunächst fragen, was tut gut, Wärme oder Kälte? Meistens verlangen die Kinder von sich aus nach einem Seidentuch, was warm macht, oder nach einer Wärmflasche. Oder sie verlangen nach etwas Kaltem, auch gut, so ein Coolpack oder so. Das kann man auch drauf tun. Aber ganz wichtig ist, dass man weiß, das geht von alleine vorbei. Man braucht weiters nichts tun, einfach nur warten. Es kann günstig sein, ein Schmerzmittel zu geben. Ibuprofen oder Paracetamol, einmal gegeben, nimmt etwas die Schmerzempfindung. Das heißt, die Kinder trauen sich dann wieder etwas mehr zu bewegen und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zum Besserwerden ist die Bewegung, wie bei Zerrungen überhaupt. Also zulassen, dass das Kind sich bewegt, im Sinne von nicht ständig darauf hinweisen, tut es noch weh, sondern Spielsachen anbieten und ablenken. Und sie merken dann im Laufe des Tages, dass die Bewegung zunimmt. Und am nächsten Tag ist in der Regel das ganze Problem vorbei. Der Kopf wird wieder normal gehalten und bewegt. Ich habe es vorher erwähnt, die vielen Kissen bzw. Kuscheltiere im Bett eines Kindes sind in der Regel der Auslöser für solche Schiefhaltungen des Kopfs, solche schmerzhaften Schiefhaltungen. Also bereinigen Sie das Bett, maximal ein flaches Kissen im Bett und ein kleines Kuscheltier wäre günstig für die Vermeidung von solchen unangenehmen Erscheinungen, die aber Gott sei Dank nicht schlimm sind. Das Schwitzen ist eine Eigenschaft des vegetativen Nervensystems. Genauer, es wird über das vegetative Nervensystem gesteuert. Es ist nur bedingt beeinflussbar, das Schwitzen, das ich meine. Dieses Bild. Es zeigt den Handrücken eines Kleinkindes. Die Mutter hat mir dieses Kind vorgestellt, weil sie wissen wollte, ob es vielleicht Neurodermitis hat. So sehen Flohstiche aus. Typischerweise bilden sie eine Art Straße, wie sie auf dem einen Bild zu sehen ist, oder solche gruppierten roten Flecken mit Bläschen. Das Typische von diesen Flohstichen ist, dass sie sehr, sehr jucken.